Hallihallo, herzlich willkommen bei uns im Garten. Ich habe hier was ganz Kurioses. Und zwar habe ich ja hier meine kleinen Tomatenpflanzen. Die muss ich jetzt aber mal aussetzen. Die sehen zwar ein bisschen mickrig aus, aber die kommen nachher noch, richtig. Die bleiben auch im Garten und da gucke ich mal, wo ich die dann hinsetzen werde. Das sind so kleine Erdbeeren. Die habe ich mal vor Jahren gepflanzt. Und die waren in einem Topf drinne, das zeige ich aber gleich, aber erstmal geht es darum, um was ganz Spannendes, um diese Pflanze hier. Ja. Was lustig ist, das ist eine Kartoffel, eine Kartoffelpflanze, und die habe ich letztes Jahr gepflanzt und wollte einfach mal gucken, was kommt. Habe ich einfach so in den Boden reingesteckt. Eigentlich war es auch nur eine halbe Kartoffel. Und mal zu sehen, was da passiert. Und dann kam sie auch, aber dann kam ja der Frost. Und dann ist sie eben halt kaputt gegangen. Und jetzt kommt die eben halt neu. Ja, und die werden wir jetzt auch mal beobachten die ganze Zeit. Mal gucken, was da so passiert. Und ja, da haben wir noch so kleine Besucher hier. Kann man die sehen? Na, wo sind sie? Da? Nee, auch nicht. Jedenfalls flitzen hier ganz viele kleine Ameisen rum. Wo sind sie denn? Na, da flitzt, da läuft eine. Ja, davon habe ich ganz viele. auch im Rasen. Und die, sind die auch in der Kartoffel bei. Naja, und die passen eben halt auf und vertilgen hier das Ungeziefer. Auf alle Fälle ist es so, die beobachten wir und die werde ich auch ernten. Das mache ich tatsächlich manchmal so, dass ich Pflanzen einfach nehme und stecke die einfach in den Boden rein und dann gucke ich mal, was da raus wird. Und dann können wir auch noch eine andere Pflanze nehmen, die zeige ich auch nochmal. Und das ist diese hier. Ich glaube, erkennen auch ganz viele, das sind Zwiebeln. Da ist es so, die waren eigentlich nicht mehr so ganz gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, bevor ich sie in die Biotonne schmeiße, stecke ich die einfach in den Boden rein. Und das ist davon geworden. Das gibt jetzt also ganz tollen Schnittlauch, wollte ich jetzt gerade so sagen. Das ist ganz tolles zum Essen. Die schneide ich dann nachher ab, wenn die groß genug sind, also kurz vor der Blüte. Und dann kommen die mit in den Suppentopf, auf Deutsch gesagt. Eine davon werde ich aber ausblühen lassen, weil von den Samen kriege ich selber Zwiebeln wieder. Und ja, da muss ich mal gucken. Das habe ich auch einfach hier so zwischen den Rhododendern einfach gesetzt. Das pflanze ich einfach irgendwie im Garten rein. Und hier der Glücksklee, wo ich immer von rede, der vermehrt sich natürlich da ganz schön hier. Und den nehme ich dann natürlich jedes Jahr auch mal mit rein, weil der es ja nicht Winter hat. Hier muss aber noch ein bisschen was gemacht werden. Das, was wir da im Hintergrund sehen, diese Steine da, das waren ursprünglich mal Pfeiler. Die waren im Boden drin und die konnte ich nicht entsorgen, also habe ich die einfach als dekoratives Hintergrundbild genommen, auf Deutsch gesagt. Auf alle Fälle tun die sich da irgendwie ganz gut. Und was habe ich hier noch entdeckt? Hier ist mein anderer Glücksklee. Der ist aber leider noch ein bisschen mickrig, aber der kommt noch. Und hier haben wir noch eine Kartoffel. Da werde ich auch drauf aufpassen, die werde ich also beobachten. Wenn man so Kartoffeln im Boden lässt, dann kommt da mal nächstes Jahr wieder eine neue raus. Das ist fast schon wie Unkraut, kann man sagen. Wenn der Frost nicht so hart ist, dann ist es so, dass die dann eben halt wieder durchkommen. Ja, dann haben wir hier unsere kleine Kastanie. Das weiß ich jetzt gerade nicht so ganz genau, was das für eine ist. Die bleibt aber so kleinwüchsig, weil die schneide ich immer. Die ist vorletztes Jahr ist sie gekommen. Ja. Aber darum geht es nicht, sondern ich wollte noch mal eben schnell was über meine Erdbeeren sagen. Ich erzähle noch was von. Das ist der Findling bei uns im Garten. 6 Tonnen wiegt der. Da kann ich auch noch mal eine Geschichte drüber erzählen, die als der hierher kam. Ja,
So, jetzt gucken wir noch mal eben das andere Kuriose. Ja, hier sind wir wieder bei den Erdbeeren und das ist das, was ich da jetzt mal zeigen wollte. Die waren in diesem Topf drin und jetzt aber über mehrere Jahre und ich habe da gar nicht so drum gemacht. Das war hier alles voll gewuchert, da war Gras drin und. Das habe ich alles rausgenommen, weil ich da Erdbeeren setzen wollte und da habe ich die beiden gefunden. Die wachsen jetzt auf alle Fälle. Ich habe die Sorte dafür genommen hier. Ja. Genau. Hier gibt es noch was zu berichten. Die richtigen, hier haben wir einen kleinen Baum gehabt. Das weiß ich gar nicht, wie der heißt, aber den zeige ich auch nochmal. Der ist jetzt ganz toll geworden. Den habe ich rausgenommen und dann haben wir eben halt hier diese kleinen Pflänzchen da gesetzt. Das hinten ist Gras. Und hier vorne ist, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, Lavendel, aber da schaue ich nochmal nach. Das hat meine Lebenspartnerin gepflanzt hier. Ja, unsere Regentonne. Da kann ich später noch was drüber erzählen, aber nicht über die Tonne, sondern über die Pflanzen dahinter. Und ja, wie gesagt, hier habe ich eine kleine Kartoffel. Na, die Sonne kommt jetzt richtig durch. Da ist sie. Und hier werde ich dann meine kleinen Tomaten rausnehmen und die kommen dann auch ins Freiland. Ja, das war es erstmal so von meiner Seite. Und dann werde ich mich in Kürze wieder melden. Denn hier sind auch noch so zwei kleine Pflänzchen. Die sind auch interessant, aber da rede ich dann auch noch drüber, wie die heißen. Da muss ich mal irgendwo anders mal nachgucken. Da habe ich Ableger von gemacht. Letztes Jahr, oder sind alleine gewachsen und die habe ich jetzt einfach auseinandergenommen, damit die dementsprechend groß werden können und ich die Pflanze vermehren kann. Ja, mein Buchsbäumchen, Katastrophe, aber den schmeiße ich noch nicht raus. Mal gucken, vielleicht kommt er noch durch. Den wässere ich jetzt einfach immer schön und wenn ich Glück habe, kommen und neue Triebe und dann schneide ich den Rest weg und dann lasse ich das kleine Bäumchen eben halt wieder neu wachsen.